Kai Havertz, Supertalent, 80 Millionen Transfer, Champions League Held. Dazu noch ein absoluter Publikumsliebling des FC Chelsea. Der 22-Jährige hat in seiner noch jungen Karriere auf dem Platz schon viel erlebt. Darum soll es heute aber gar nicht gehen. Wir wollen euch heute den Mensch Kai Havertz off the pitch präsentieren. Intro ab. Auf den ersten Blick ist der junge Deutsche ein eher ruhiger, zurückhaltender Typ. Sein bester Kumpel aus Bayer-Zeiten, Julian Brandt, sieht das zwar größtenteils auch so, meint aber auch: Es gab schon Momente, wo halt auch die Diva Kai Havertz mal aus sich rauskam. Bravatz, wie sich das Duo selbst in Leverkusen genannt hatte, kennen sich bestens. Die beiden waren nicht nur auf dem Platz eine starke Kombination, sondern auch neben dem Platz verbringen sie bis heute noch viel Zeit miteinander. Dadurch haben sie natürlich auch jede Menge Geschichten über den jeweils anderen in der Hinterhand. Eine dieser Stories erzählte Brandt dann in einer Doku über Kumpel Kai von Bayer 04 Leverkusen. Im gemeinsamen Urlaub der beiden wollte Havertz sein Getränk kühlen. Einfache Nummer, dürfte nicht viel schief gehen, denkt man sich da. Falsch. Havertz hat es geschafft, eine extrem gefährliche Angelegenheit daraus zu machen. Ja, und am Ende ist rausgekommen, dass er ein Kühlpack aufgeschnitten hat und dieses blaue Gelee in sein Glas gepackt hat. Das ist dann Kai halt auch. Der Typ vergiftet sich fast mit einem Kühlpack und macht dann später trotzdem ein Tor im Champions-League-Finale. Was mache ich falsch? Egal. Bei Chelsea hat Havertz mittlerweile auf jeden Fall einen neuen kongenialen Partner gefunden, Timo Werner. Die beiden waren zum gleichzeitigen Beginn ihrer Chelsea-Zeit enorm wichtig füreinander und formten so eine gute Freundschaft. Ihre Auftritte bei Chelsea TV oder im Stadt-Land-Fußball-Duell beim DFB zeigen das immer wieder. Weitere lustige Momente mit dem Duo gibt es auch bei Ellie Geller häufig. Der bekannte deutsche Streamer pflegt nämlich zu beiden Profis ein sehr gutes Verhältnis und spielt in seinen Streams oft Spiele wie Fortnite mit den beiden. Zur geplanten Fußball-Challenge mit allen dreien ist es zwar noch nicht gekommen, aber die könnte auch ein absolutes Feuerwerk an Sprüchen und lustigen Momenten geben. Havertz engagiert sich auch sozial. Zum Beispiel sammelte er mit seiner Spendenaktion für die Hochwasseropfer in NRW im vergangenen Jahr knapp 400.000 Euro. Dafür versteigerte er 100 seiner Schuhe und gab eine Spende dazu. Jetzt wollen wir aber auch endlich zur ruhigen Seite des Kai Havertz kommen. Privat war lange sehr wenig über den jungen Kicker bekannt, bis er dann auf Instagram ein Bild mit seiner Freundin Sophia postete. Mit der ist er bis heute zusammen und die beiden verbindet vor allem eine sehr große Liebe zu Tieren. Havertz soziale Medien sind voll mit Bildern von ihm und seinen Hunden. In schöner Regelmäßigkeit tauchen dabei immer neue Exemplare auf. Mittlerweile sind es 4 Stück, die aber nicht die einzigen Haustiere des Nationalspielers sind. Laut eigenen Worten hat er viel Spaß daran, Tiere vor dem Schlachthof zu retten. Das hat er auch schon des Öfteren getan und kam dadurch an 4 Esel, die jetzt in seiner Heimat stehen. 4 Esel und ein Champions League Titel. Einfach ein cooler Typ. Oder wie seht ihr das? Schreibt uns eure Meinung zu Kai Havertz gerne in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne noch ein Like da, denn dann seid ihr, wie die Chelsea-Fans schon gesagt haben,